Rapid ein Leben lang. Dazu haben sich diese Fans hier entschlossen. Als Dankeschön für ihren Beitritt zur lebenslangen Mitgliedschaft lädt der Rekordmeister zu einem Kamingespräch. Ich lasse mich überraschen. Man schaut sich, wer ist da alle dabei und das macht auch Spaß. Vom Präsidium bis zum Fußballgott, sie alle sind gekommen, hier in Schloss Wilhelminenberg. Ich freue mich auch auf die Fragen, auf die Diskussion, auf den Input, den wir kriegen und auf einen gemütlichen Abend. Aus erster Hand erfahren die lebenslangen Mitglieder, warum zum Beispiel der Spanier Tomi, der im Sommer ablösefrei von Grödig zum Rekordmeister wechselt, der richtige Mann im Rapid-Angriff ist. Dass das Team unter Trainer Zoran Barisic immer stärker zusammenwächst und so einiges mehr. Man bekommt mit, wie großartig die Liebe zu diesem Verein von den Mitgliedern ist, wie viel Energie auch da ist, mitzuhelfen, Rapid noch besser zu machen und die Bereitschaft, die Ärmel aufzukrempeln, dass wir alle gemeinsam für unser großes Ziel, nämlich möglichst viele Titel zu gewinnen, arbeiten. Und ansonsten nehme ich mit super Geschichten vom Rudi Flögel aus seiner Zeit, das ja die Zeit war, wo ich begonnen habe, Rapid-Fan zu sein. Die Rapid-Legende gibt zum Beispiel offen zu. Was er nie besonders mochte, ist sein Spitzname. Ja, das war in der Schule, ja, da haben sie automatisch durch den Namen Flögel ist aufgekommen, auf einmal Flocki, jeder hat gesagt, Flocki hin, Flocki her. Und ich habe mir gar nichts gedacht dabei. Nicht? Und eines Tages schaut mein Vater beim Fenster runter und da steht einer unten und ruft drauf, ist der Flocki da? Und er sagt, welcher Flocki? Wir haben keinen Flocki, wir haben keinen Hund. Aber auch Steffen Hofmann wird manchmal von seinen Kindern mit seinen Spitznamen gehäkelt. Wenn wir irgendwo in der Öffentlichkeit sind, dann sagt die, vor allem die Mittlere, die ein bisschen frech ist manchmal, sagt dann immer, Steffen Hofmann, Fußballgott, und dann gehen wir nach Hause. Solche Geschichten kommen bei den Fans natürlich sehr gut an. Ja, das Zusammentreffen mit den Rapid-Fans war sehr nett. Gute Informationen vom Kramer, sehr gute Unterhaltung vom Flögel. Das war sehr, sehr erfrischend. Ich erwarte mir jetzt auch mit dem Netzwerken und so weiter, dass man ein bisschen einen Austausch hat und dass man dann eben auch die Ideen der Mitglieder, gerade der treuesten Mitglieder, sage ich jetzt einmal, und den Rapid-Fans dann auch aufnehmen wird. Fast 300 Rapid-Fans haben bis jetzt die lebenslange Mitgliedschaft um 1.899 Euro abgeschlossen. Bis Ende Juni kommt das Geld dem Stadionneubau und danach dem Rapid-Nachwuchs zugute. Als Belohnung gibt es auch etwas ganz Spezielles für das Handgelenk. Heute zu Ehren habe ich die Rapid-Uhr montiert sozusagen auf das Handgelenk. Es ist wie der Verein. Also bis zum Tode eigentlich Rapid.